Alter, was geht ab, Leute? Bei mir. Ich komme gerade vom Triggern, von wo denn sonst? Es gab ein paar Neuigkeiten. Was sehr interessant ist. Mach mal Licht an und dann können wir darüber reden. Und zwar wurde ein neues Event angekündigt. Sogar, wenn man es genau nimmt, mehrere. So ein Mini-Event. Und zwar ist das jetzt jeden Monat. Das nennt sich Community-Event. Und das ist jetzt jeden Monat. Diesen Monat ist es am 20. Schau mal kurz, welcher Tag das ist. Wahrscheinlich Samstag nächste Woche. Genau. So, schau es mir hier mal genau an. Pokémon Go Community Day. Wir freuen uns riesig, euch heute den Community Day vorstellen zu dürfen. Ein monatliches, weltweites Event. Alles klar, was der Pokémon Go Community Day? Gelegenheit für Trainer rund um die Welt, sich in örtlichen Parks zu treffen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber es wird nicht so ablaufen, wie Sie sich das denken. So, einmal pro Monat wird an diesem Tag wird ein besonderes Pokémon auf der ganzen Welt für wenige Stunden häufiger erscheinen. Okay? Klingt eigentlich ganz gut. Man denkt sich jetzt so, Mew, Celebi, aber nein, dazu kommen wir gleich noch. Fangt ihr es während des Events, wird es eine exklusive Attacke beherrschen. Okay, das ist interessant. Für die ganzen Attacken-Freaks mit den Legacy-Moves und so, mich juckt das halt so gar nicht, aber für ein paar ist das sehr interessant. Neben weiteren Boni während des Event-Zeitraums, wie zusätzliche EP, saftig, mehr Sternstaub, saftig, werden Lock-Module, die ihr in dieser Zeit aktiviert, 3 Stunden lang anhalten. Und das ganze Event läuft übrigens 3 Stunden. Das heißt, ihr könnt Lock-Module für die ganze Zeit zünden. Dann labern die hier ein bisschen, dass die Wert auf die Community und sowas legen. Bla bla bla. Und hier, jetzt kommt es halt zu dem ersten Community Day. Das ist der 20. Da kommt Pikachu mit Surfer. Ist eigentlich ganz cool für die Fans und für die Pikachu-Medaille, wer die immer noch nicht hat. Und im Spiel gab es Pikachu mit Surfer und sowas, also ein bisschen Nostalgie. Wie gesagt, für die Fans und die Sammler, eigentlich ganz cool. 100er Pikachu mit Surfer interessiert mich jetzt nicht so, aber ein paar bestimmt. Und Doppel-EP für 3 Stunden. Das ist interessant. Da kann man ein bisschen entwickeln, den Beutel lernen, dass er nicht so voll wird bis zum nächsten Doppel-EP-Event. Das wahrscheinlich dann wieder Ostern ist, also das wäre echt noch eine Weile hin. Kann man seinen Beutel ein bisschen lernen. Jeden Monat so ein Mini-Event, 3 Stunden. Nächstes Mal, also Februar, wird es wahrscheinlich nicht wieder Doppel-EP sein, sondern vielleicht Doppelstaub oder so. Aber dieses Mal ist es Doppel-EP. Wie gesagt, sehr interessant. Kann man 3 Stunden durchentwickeln und sein Beutel lernen. Und hier die verschiedenen Zeitzonen. Asien, Europa ist bei uns. Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Und Indien. 20. Januar, der Samstag. 10 Uhr bis 13 Uhr. Eigentlich eine gute Zeit. 10 Uhr ist halt ein bisschen früh vielleicht, um irgendwo hinzugehen, Parks oder Parsing oder so, ist eigentlich ein bisschen früh, aber zum Entwickeln, nach dem Aufstehen, perfekt. Und das war's. Teilt eure Erlebnisse am Pokémon Go Community Day. Hashtag Pokémon Go Community Day. Oder Hashtag Supersaftig. Folgt mir auf Instagram. Oder Twitter. Wo benutzt man diesen Hashtag? Keine Ahnung, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Aber das war's. Kurze Zusammenfassung. Jeden Monat ein Mini-Event. Dauert 3 Stunden, in den 3 Stunden laufen Lockmodule durch, müsst ihr nur einmal zünden und entweder Doppelstaub oder Doppel-EP, irgendwie so eine Kleinigkeit. Das erste Event ist am 20. mit Doppel-EP und ein Pokémon spawnt besonders oft und ist besonders mit einer besonderen Attacke. Diesmal ist es Pikachu mit Surfer. Ich bin gespannt, was sonst noch so spawnen wird. Ich kann mir echt nichts anderes vorstellen. Aber wir werden es sehen. Danach kommt, glaube ich, noch ein Livestream, da können wir genauer drüber reden. Also schaut's vorbei. Ich will nicht zu viel versprechen, ich muss noch schauen, wie viel ich erledigen muss, aber wenn, dann seht ihr es eh später, wenn ich live gehe. Also schaut's vorbei. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Event oder dem Mini-Event oder den ganzen Mini-Events, die jetzt kommen werden, diese Community Days, haltet. Und interessiert ihr euch für Pikachu mit Surfer? Was denkt ihr, könnt ihr in der Zukunft zu kommen, also nächsten Monat an diesem Community Day? Alles unten in die Kommentare. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.